as you fade away. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Starfield hier bei mir auf dem Kanal. Und wir haben ja in der letzten Folge festgelegt, wir fliegen heute in die alte Heimat, also Frage in Cydonia nach Mora. Müssen uns die Quest dann nochmal durchlesen. Gleich, die ist ja schon vom Anfang quasi, die haben wir jetzt in der Folge 4 oder so, haben wir die gekriegt. Das ist die Hauptquest. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Am besten. Wir sind bei L. Cydonia. Alte Heimat, Haupt. Ja, alte Heimat. B auf Karte zeigen. Will ich da direkt hinhüpfen? Mars Launchpad. Geil. Das ist natürlich auf Mars. Scan nicht möglich. Kurs festlegen. Geht das? Ja, das geht. Na dann. Auf ins Solsystem nach so langer Zeit. Wieder ein erfolgreicher Sprung. Dir ist kein Weg zu weit, Captain. Landefreigabe erteilt. Oh, ich habe gerade noch eine Quest gekriegt. Position der... Hä? Position der ISS Constant. Constant ist das Schiff, was wir gestern gerettet haben. Müssen wir nochmal gucken dann. So, wir sind in, im Solsystem endlich so angekommen. Ich aktiviere mal die Hauptquest wieder. Wir müssen danach nochmal gucken, was damit ist. So, aktiviert. Und wir müssen auf dem Mars landen, glaube ich, ne? Wir können ja erstmal scannen. Lei. Ja, Landeziel festlegen, Cydonia und auf geht's. Ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Jetzt haben wir aber die Hauptquest auf für Sarah. Bringen wir den Vogel runter. Verlassen. Wenn wir schon hier sind, sollten wir beim Exchange unsere Vorräte aufstocken. Jo, da freut sich bestimmt. Ne? So, das ist es also. Soul-System. Ist ja so ein Mythos gewesen, die ganze Zeit für mich. Soul-System hier, Soul-System da. Komm, Sarah. Und jetzt sind wir wirklich hier. Ich wäre verrückt. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich hingehen soll. Kann ich vielleicht hier runterhüpfen, oder? Hast du so gedacht? Ne, hier ist eine Treppe. Sarah. Du wolltest unbedingt hierher, jetzt komm mit. Du musst übersetzen, ich kann die Sprache der Menschen hier nicht. Ich geh mal hier gucken, was es hier gibt. Da stehen Leute davor. Thermoparasiten in den Antrieben, Parasiten auf der Hülle und im Grafantrieb. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was kostet mich der Spaß? Das dürfte eine mittlere fünfstellige Summe werden. Fünfstellig? Fünf? Na schön, ich mach es. Ich bin an der Bar. Sag mir dann Bescheid. Bin schon dabei. Okay, die dürfen anscheinend trinken und fliegen. Chip Service. Gehen wir da mal hin.
Die mal reparieren lassen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Mach mal ganz. Da gibt's nichts zu tun. Du kannst direkt losfliegen. Ah, sehr gut. Gut, dann mehr brauche ich nicht, danke. Obwohl, ich könnte mal nach der Farbe gucken, ne? Das ist egal jetzt. Hier geht's doch nicht rein. Handelsaufsicht, die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Wir haben uns verkauft. Wir müssen ja nicht alles doppelt machen. Cydonia komplett unterirdisch zu bauen, war eine kluge Lösung, um die Stadt vor der rauen Marslandschaft zu schützen. Ja. Wir überlegen ja, wie sie es machen auf dem Mars, ne? Aktuell. Also komplexe Konstruktionen, die mit 3D-Drucker gedruckt werden. Also bis wir eine Marskolonie haben, die so aussieht wie hier. Wird noch einige Zeit vergehen, denke ich mal. Also das werden wir nicht mehr erleben, denke ich. Vielleicht nachfolgende Generationen. Aber ich denke mal, dass wir, also die wollen ja 2030 spätestens, wollen die ja die erste Mission schicken. So Mars. Und ich denke, das soll erstmal nur umrundet werden und wir zurückkommen. Und wenn das alles so klappt, dann denke ich mal, dass wir auf jeden Fall noch erleben, dass da eine kleine Kolonie oder was entsteht. Da denke ich. Das wäre wünschenswert. UC-Sektor. Okay. Wir sind ja von der UC. In Cydonia herrschen Disziplin und Ordnung. Wer aus der Reihe tanzt, tja, der tut das nur einmal. Ich bin doch UC. Angst vor dir. Was soll das so, hier oben. Es gibt keine Arbeit. Ja, hast du eine Arbeit? Hier gibt es eine Besonderheit. Wie viel wir total abgefahren. Haben, um auf diesen staubigen Felsen zu kommen? Ich speichere jetzt mal. Hier gibt es Jobs. Hey, ich verstehe euch, aber wir haben gerade die letzten Stellen besetzt. Ende nächsten Monats laufen aber ein paar Verträge aus. So, ich will nur mal, ich will kurz zeigen, das sind zu schulischen Zwecken, es tut mir leid. Bullshit. Ich habe eine Frau und Kinder. Was? Nein, du hast diesen Menschen kaltblütig ermordet. Bist du verrückt? Oh, Sarah Morgan hat das gehasst. Ja, normalerweise sollte da oben, sollte normalerweise das umschalten. Ich muss nochmal probieren. Ich muss hier weg. Nee, geht nicht. Okay. Hat nicht funktioniert. Normalerweise steht da oben, da ist ein Schild. 710 Tage ohne Dings. Ohne Unfall. Und normalerweise sollte das, wenn du hier eine Granate wirfst, soll der eigentlich umschalten. Aber kann sein, dass du eine Mine werfen muss. War nur so ein kleines Gimmick, wollte ich zeigen, egal. Das ist doch Bullshit. Ich habe eine Frau und Kinder. Wir können nicht fast 2 Monate auf einen unsicheren Job warten. Hey, ich verstehe das, aber ich kann nichts machen. Redet mit der Zentrale, wenn ihr wollt. Tut mir leid, aber ich muss wieder zurück an die Arbeit. Du siehst aus wie ein Miner. Wenn endlich neue Verträge abgeschlossen werden können, probier es doch mal. Sei bei den Vorsicht. Ja, du hast recht. Aktive Schächte benutzt du auf eigene Gefahr. Willkommen, willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Ich bin Trevor, mein Direktor des Deimos-Projekts hier im hübschen unterirdischen Cydonia. Ich kann 1-2 Minuten zum Plaudern opfern, solange du nicht nach einem Mining-Job fragen willst. Ich habe mal für Argos gearbeitet. Ich hatte auf Arbeit hier gehofft. Aber ich habe wohl Pech. Wie läuft das Mining auf dem Mars? Du bist ja wohl der Boss oder was? Was hat das mit der Sirene und dem Sprengstoffdurchsager auf sich? Das? Ach, kein Grund zur Sorge. Wir machen hier auf dem Mars Fracking mit subterranen Partikeldetonationen. Die Ankündigungen sollen die Leute nur vorwarnen. Du hast bestimmt mal das Zittern gespürt, wenn es zu einer Detonation kommt. Das ist schon alles. Cool, oder? Ja, total cool. Fracking. Im Grunde einfach Hightech-Mining. Wir lösen tief unter der Erde extrem starke, kontrollierte Partikeldetonationen aus, um unterirdische Gase und andere schwer abzubauende Ressourcen zu lösen und dann zu ernten. Klingt viel gefährlicher, als es ist. Denke ich. Wobei, wenn man nicht weiß, was man macht, ist es trotzdem ziemlich gefährlich. Das klingt so gefährlich. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass ständig um mich herum Teilchendetonationen passieren. Ach, komm schon, das ist absolut ungefährlich. Ach so, ungefährlich. Wir sind meilenweit entfernt, es wackelt nur ab und zu mal kurz.
Halt dich einfach am Geländer fest, wenn du die Treppe runtergehst. Alles klar. Du bist ja hier oder Boss oder wie dort? Ja, der bin ich. Okay. Ich bin mit gerade mal 17 zu Deimos gekommen. Als Mining-Aushilfe. Hol mal das, hol mal dies. Du kennst das. Ich hab mich reingehängt und wurde vor ungefähr 6 Jahren zum Mining-Direktor befördert. Als der alte Boss in Rente ist. Die Älteren mögen mich teilweise nicht, aber ich lasse allen eine lange Leine, solange sie ihre Quote erfüllen. Das kommt gut an. Okay, wie läuft das Mining auf... Hey, gar nicht so übel für eine der ältesten Minen in den besiedelten Systemen. Uns fehlt zwar ordentliche Ausrüstung, aber das machen wir mit Fleiß wett. Wie du sicher weißt, bin ich dafür verantwortlich, die Deimos Sternenwerft mit Ressourcen zu versorgen, die ihrerseits die UC Navy mit Schiffen versorgt. Das und andere wichtige Projekte machen uns zu einem der wichtigsten Mining-Standorte der United Colonies. Wir bekommen entsprechend viel Ansehen und Gehalt. Das macht es fast wett, dass wir quasi am Arsch der besiedelten Systeme stationiert sind. Okay. Ich habe mal für Argos gearbeitet. Argos, ja? Klar, kenne ich. Ist natürlich super, aber leider sind unsere Mining-Posten im Moment alle besetzt. Oder du hilfst mir bei einer anderen Sache. Inoffiziell. Hängt ganz davon ab, worum es geht, also schieß los. Klasse! Und keine Angst, es ist nichts, wofür du Ärger kriegen könntest. Ich mach nichts Illegales. Du hast vielleicht gemerkt, dass unsere Ausrüstung nicht gerade die neueste ist, vorsichtig gesagt. Mhm. Das Problem ist, neue Ausrüstung kriegen wir erst, wenn wir unsere Quote übererfüllen. Aber das geht nur mit neuer Ausrüstung. Klassische Zwickmühle. Aber ich habe einen Plan, wie man das Problem lösen kann. Klar, erzähl mir, was der Plan ist. Verstehe nicht, was hat das mit mir zu tun? Nein, danke, ich bin raus. Okay, schön, dass du mitmachst. Hä? Ich habe noch gar nicht zugesagt. Zuerst muss ein Externer uns helfen, unseren Ertrag zu steigern, damit wir die Quote übererfüllen. Den Rest erkläre ich dir, wenn du ein bisschen Erz ausgebuddelt hast. Eine Standardquote müsste reichen. Erst musst du zeigen, dass du den leichten Teil hinkriegst. Klingt leicht. Ich bin dabei. Wenn du genug hast, wirf es da drüben zur Verarbeitung in die Kiste und dann komm zu mir. Okay. Aktivitäten, Missionsstatus. Okay, kann man machen, aber nicht jetzt. Also ich habe mich nur mal angenommen, weil es da so rumstand. Hey Sarah. Ach, ich muss 10 Eisen sammeln da. Bürokratie Blues. Das machen wir dann nebenbei mal. Und der Typ hat eben da rumgestanden, dann dachte ich so, komm, machen wir mal. Ist noch alte Heimat noch aktiv? Alte Heimat ist noch aktiv. Sehr gut. Wer ist das hier? Ach, Trecker-Allianz. Wow. Also die Zeit steht hier auf jeden Fall hoch. 711 Stunden ohne Unfall. Was ist das? Broken Spear? Kopfgeld. Hoffentlich ist der Hörverlust nicht dauerhaft. Meiner Bürgerin. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Pardon? Pardon? Ah, ich spreche nichts. Ich bin ein paar Français hier, weil er bliss, du Bruder. Was? Achso, das ist eine Bar. Ja. Wie läuft's? Läuft gut. Ja. Schadenskontrollspezialist. Sowas bräuchte ich nochmal nur in weiblich, wenn's geht. In den Tiefminen, da verdient man das ganz, ganz große Geld. Ah, geiles Steak, was du da hast. Man kann in den Minen hier auf dem Mars richtig gutes Geld verdienen. Rot und orange. Immer nur rot und orange. Oh Gott, so deine Frisur. Prince Eisenherz ist hier. Bürger. Okay, cool. Soweit keine Gesprächsoption, was ich sehe. Miner. Der Mars ist sehr reich an Ressourcen. Es gibt also immer mehr als genug Arbeit. Geh auf den Mars, hieß es. Die Bezahlung ist super, hieß es. Tja, die Depression auch. Oh, tut mir leid. EM-Waffenspezialist. Ich muss ja mal gucken, was ich habe. Ich werde es wahrscheinlich nie mir merken. Aber wir können ja mal bei Crew gucken. Wir haben, Marika ist Ballistik-Teilchenwaffensysteme. Der Riesenfan, der kommt eh runter, den schleppe ich nur rum.
Und, die macht Botanik, Aerodynamik. Sarah, aber die ist auch, das ist Sarah, ist ja auch Questgegenstand im Endeffekt. Also zählt eigentlich nur Marika. Und da müssen wir uns halt, ich würde gerne noch einer jemanden haben, der mir das Schiff ordentlich reparieren kann. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist nicht leicht, die Dinge zwischen der Werft und hier zu koordinieren. Viele Leute glauben, die Psychologie wäre nur gut, um frühere... Hallo? Hallo? Kenne ich dich? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte nur mal fragen. Ich wollte mich nur unterhalten. Lügen, ich bin Essitas. Ich arbeite bei Deimos. Nee, ich lüge natürlich nicht. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Nein. Ich wollte mich nur unterhalten. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Komisch, dass wir beide dachten, wir kennen uns. Ich bin Leona Hawks, Kontaktperson von Deimos Sternenwerft. Aha. Wer mit unserem Büro zu tun hat, hat irgendwann auch mal mit mir zu tun. Wir sehen uns also bestimmt. Deimos Sternenwerf, hat er mit der UC zu tun, die ne? Die UC beauftragen uns schon seit Jahrzehnten, die gesamte Flotte mit Militärschiffen zu versorgen. Ist auch logisch, dass sie uns vertrauen. Deimos ist der älteste Schiffsfabrikant in den besiedelten Systemen. Hm. Viele der wichtigsten Weiterentwicklungen des Graf-Antriebs, seit es die Technologie gibt, stammen von uns. Unsere Kompetenz ist unbestritten. Aha. Na, was machst du hier unten? Ich koordiniere zwischen der Deimos-Zentrale und den anderen Divisionen wie der Sternenwerft selbst und der Mining-Division hier in Cydonia. Aha. Die Deimos-Sternenwerft ist ein komplexer Konzern. Die verschiedenen Divisionen haben unterschiedliche Ziele und Prioritäten. Okay. Mein Job ist es, sie alle in Einklang zu bringen. Prima, danke für das Gespräch. Okay, Ladies, Drinks. Wieder so ein langer Tag. Gehen wir, bevor alles voll ist. Die Zufriedenheitswerte unter den Arbeitern steigen. Das liegt auch daran, dass wir ihre psychologischen Sorgen ernst nehmen. Okay. Wir konnten nur mit der reden jetzt. Hier ist die Toilette, vielleicht ist hier was los. Aus! Nee, Toilette gibt's auch nichts. Gut, Sarah, dann komm. Hauptquest. Ich mag den Mars inzwischen ganz gern. Unglaublich, dass die Leute früher dachten, der Berg hier. Hey Jack. Hier kommen eigentlich andauernd neue Leute durch. Sieht kein bisschen so aus. Ich suche einen Vanguard namens Mora. Oh, warte mal, wir müssen ganz kurz was machen. Und zwar folgendes, alte Heimat. Ich musste mir erstmal. So, wie hat es angefangen? Sprich mit Sarah hat es angefangen. Danach haben wir Sprich mit Sarahs Kontakt. Das haben wir auch gemacht, so, und der Kontakt hat gesagt, wir müssen Vanguard Mora finden, der im Besitz eines Artefakts sein könnte. Zuletzt wurde er auf Patrouille im Sol-System gesehen. Also, Vanguard Mora, Sol-System, ja, Artefakt. So, wir haben kaltes Bier und eine gute Atmosphäre. Ich will was, ich will nichts trinken. Was kannst du denn empfehlen hier? Alles. Ich Alles. Verkaufe keine Plörre. Wir okay. haben Bier, Wein und Schnaps, aber keine schicken Cocktails. Jedenfalls nicht sowas wie in Neon oder New Atlantis. Wenn man einen Schnaps mit etwas anderem mischen muss, damit der schmeckt, sollte man lieber die Finger davon lassen. Man sollte von Schnaps generell die Finger lassen. Alkohol ist die Droge schlechthin. In irgendwelche interessanten Gerüchte hier? Jede Menge. Aber wenn ich die jedem neuen Gast sofort auf die Nase binde, erzählt mir nie wieder irgendjemand was. Ich bin diskret. Nur deswegen kann ich den Job seit 45 Jahren machen. Echt? Respekt. Sieht viel älter aus. Du tust recht. Tut mir leid. Okay, das kann ich respektieren. Komm schon, ich werde nichts ausplaudern. Stimmt, weil ich dir nämlich einen Scheiß erzähle. Also, schütt dir dein Bier in den Mund und kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, weil ich nämlich keine Lust auf so einen Schwachsinn habe. Entschuldige bitte. Ich wollte nur Konversation machen. Ich suche einen Vanguard namens Mora. Der war lange nicht hier. Ist vor einer Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Okay. Wenn du seine Patrouillenroute kennst, könnten wir ihn aufspüren. Ich lasse einen mutigen Soldaten nicht zurück. Hilf uns, ihn zu finden.
Das ist alles brutal, er steckt voller Schwierigkeiten. Moment, Pech, Schwarze See. Meinst du das etwa anders? Er meint das Weltall. Ah, danke, Sarah. Ich lasse einen mutigen Soldaten nicht zurück. Hilf uns, ihn zu finden. Dienst du? Ich kenne das Gefühl, aber man gewöhnt sich daran, Leute zu verlieren. Hey, meinem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, Er hat einen Deckel und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also. 2500. Dein Begleiter kann für dich sprechen. Du siehst deinen Text neben dem Namen. Sarah, machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst. Überzeugen, du willst Profit daraus schlagen, dass er Hilfe braucht. Wollen wir Sarah sprechen lassen? Ah, ich habe es nicht gespeichert, ne? Ich mach mal Sarah. Das Spiel kenne ich. Machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst, was seine Schulden angeht. Nennst du mich etwa einen Lügner? Ich werf euch beide aus der Bar. Ach bitte. Zwei Fremde kommen von woanders her und wollen Infos, die nur du hast? Klar sieht man darin eine Chance. Würde doch jeder. Geh mit dem Preis runter. Sonst finden wir einen anderen Weg, an die Infos zu kommen. Schön. Okay. Ich könnte ihn jetzt noch überzeugen, Profit daraus schlagen, dass Hilfe brauchst, bla bla. Hast du einen Tipp, wie ich an Geld kommen kann? Ach, 10.000 kommt 1.000 Credits, scheiß drauf, Mann. Wir hatten einen Rabatt vereinbart, oder? Ja. Ist doch alles da? Okay. Reden wir. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Lieder gesungen. Oh Gott. So war alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Das für 1000 Credits? Schön. Dann muss das reichen. Und das für 1000 Credits? Oh, begib dich zur Venus. Angeblich wurde in einer der Minen wieder ein Trinkwasser. Aber danke, Sarah. Glück. Zur Bei Venus. Aberwitzigen Adieu. Adieu. Zum Glück muss ich nicht auf einem toten Felsen irgendwo im Nirgendwo als Miner arbeiten. Das stimmt. Ich bin kein großer Fan. Hallo, nochmal ganz kurz. Ich will was trinken. Ja, mach keinen Ärger, bla 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 bla. Ich will dein Leben, du Spaste. Nee, ich nehme ein Dings, wenn er hat. Ein Medkit. Unsere Credits sind zurückgegangen. Ich hatte mal 200.000. Jetzt, wo wir im Soul-System sind, können wir uns dann auch mit den... Wiedersehen. Mit den Außenposten beschäftigen. Da werden wir eine extra Sonderfolge machen hier, denke ich mal. Die Sternwerft war zwar der erste große Schiffsfabrikant, aber wir sind okay. Der Zeit. Wir sollen die Venus aufsuchen. Wir können mit Raumschiffen zack durchs Universum springen. Aber nicht verhindern, dass einem Steine in die Stiefel rutschen. Was eine geile Ansprache. Sehr gut. So, wir gehen mal kurz hier runter. Ich will mir mal ganz kurz umgucken. Wollen wir dann zur Venus fliegen? Natürlich fliegen wir bald zur Venus. Wahnsinn. Ja. Allein die Vorstellung, hier unten eingezwängt zu sein. Die Dämpfe und den Staub zu atmen. Keine Bäume, kein Gras. Deprimierend. Ja, das wäre nichts für dich, gell? Hier wollen wir aber auch nicht wohnen, von daher. Bürgerin, Raid Authority. Lass dir Zeit. Und wenn du Hilfe brauchst, frag mich einfach. Okay. Hallo. Hallo. Ich wette, hier gibt's 1 Million Quests wieder. 100%. Yo, hey, was geht ab? Ich bin Manaki. Falls du irgendwelche Fragen hast, gib einfach Bescheid, ja? Ich würde gerne handeln. Cool. Lass mal. Verkaufen, kaufen. Das ist Händler kaufen. Genau, Hilfe. Ich will immer Medikits kaufen. Und hier Trauma-Pack. Mehr hat er eh nicht. Und, sehr gut. Danke. Wir sehen uns. Ja.
Ja, gar nicht. Wir werden dann früher oder später noch alles hier erkunden, denke ich mal. Aber ich würde gerne ein bisschen bei der Hauptquest bleiben. Die Ranger schickten ein Verhandlungsgenie in das Gebäude, das die Gangster zur friedlichen Aufgabe überredete. Wie durch ein Wunder gab es keine zivilen Opfer. Hey, das ist unsere Dingsgeschichte. Ein Augenzeuge sagte, es sei erstaunlich, dass es den Rangern gelungen ist, ein drohendes Massaker abzuwenden. Ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass der Rat bei den Verhandlungen mit dem FC zu viel anbietet. Okay, die leiden sich über Politik. Wo ist Sarah da drüben? Space on Mars, History of Tidonia. Mars-Geschichte. Am 25. Juli 1976 nahm der Orbiter die Raumsonde Viking 1 sein erstes Foto von der Tidonia genannten Region auf dem Mars auf. Auf einer der Fotos war etwas zu erkennen, das ein wenig aussah wie ein humanoides Gesicht auf der Oberfläche des Mars. Das Bild regte die Fantasie von Millionen von Menschen an, zementierte die Leidenschaft der Menschheit für die Erkundung des Alls und warf erneut die uralte Frage auf, sind wir allein im Universum? Spätere Fotos zeigten, dass das Gesicht nur ein Berg war und Licht- und Schattenspiel und der vielleicht berühmteste Fall des psychologischen Phänomens der Parallelei der menschlichen Neigung in zufälligen visuellen Mustern, Gesichter oder andere vertraute Dinge zu sehen. Dennoch bleibt die Legende vom Gesicht auf dem Mars für viele Menschen bis heute eine große Inspiration. Eine Mining-Anlage von Argos Extractors von den Piraten der Crimson Fleet angegriffen. Argos hatte wertvolle Mineralien abgebaut. Das ist auch unsere Geschichte, ne? Krass. Bevor du was sagst, nein, der Mars ist nicht wie die Erde. Scheiße, nicht was für ein Tag, hm? Ich hoffe, dir geht's gut. Was haben wir hier? Wohndistrikt. Oh Mann, wenn wir jetzt hier alles erkunden, dann kommen wir nicht mehr zur Hauptquest, ne? Oh Gott, Wohndistrikt, und hier, das ist ja trostlos hier. Oh, Toiletten? Anna Amani, da steht einer von der Wand. Das ist natürlich abgefahren, dass du hier in jedes Ding reinkommst, ne? Der Komet. Ein Buch. Nicholas Nickleby. Ist aber nicht klauen, das zu nehmen, ne? Nicholas Nickleby, leite alle anderen ein. Der Komet. Nimm's mal mit, das brauchen die nicht. Auszug. Das ist irgendein Roman. Kettenbrecher. Das ist kein Diebstahl, die Bücher. Ich weiß nicht, warum die Bücher nehmen kein Diebstahl ist. Aber da ist das so. Ich habe irgendwo kann man die verkaufen, meine ich. Irgendwo kannst du Bücher gut verkaufen. Hat mir ein Kumpel erzählt. Ich glaube, Aquila oder sowas. Mal gucken, ob es da eine Bücherei gibt. Schade, dass das hier sollen Kinder. Luxuriöse Wohnungen sein? Krass, oder? Ich finde sie ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend. Guck mal die Klamotte an, wie das Leder aussieht von ihrer Jacke, Mann. Ist da krass, wer bist du? Hi, ich bin Renee. Und mir ist langweilig. Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Aber wenn ich mit dir rede, kenne ich dich. Dann ist mir nicht mehr langweilig. Das klingt logisch. Gegen diese Logik kann ich nichts sagen. Klar, wir können reden, ich bin Essitas. Ich bin nicht sicher, ob das Hintertürchen so funktioniert, wie du dir das denkst. Du solltest wirklich lieber nicht mit mir reden, Kleine. Meinst du dann nicht, dass es besser wäre, die Wünsche deiner Eltern zu respektieren? Ach, du Spaßbremse! Ich frag nur für einen Freund. Ich will nur mit jemandem reden, weil mir so langweilig ist. Und außerdem redest du sowieso schon mit mir. Also, falls du doch willst, ich bin hier. Es gibt für ein... gefällt dir das Leben auf Tidonia? Ist schon okay. Besser als draußen zu leben. Das geht auf dem Mars nämlich nicht. Da würde man sterben. Aber es wäre schön, mal auf einem anderen Planeten zu leben. Ich glaube, okay. Als ich ganz klein war, habe ich das auch.
Und manchmal nehmen meine Eltern mich mit zu Grandma und Grandpa in New Atlantis. New Atlantis kennen wir auch noch nicht, ne? Gibt es hier viele andere Kinder in deinem Alter? Eigentlich nicht. Naja, Taye ist ein guter Freund von mir. Aber er ist auch fast mein einziger. Auf dem Mars gibt's nicht viele Kinder. Weil die Leute eigentlich nur herkommen, um kurz in richtig gefährlichen Berufen zu arbeiten, sagt meine Mom. Ich find's schade, dass es nicht mehr Kinder gibt. Mir ist langweilig, wenn Taye keine Zeit hat und meine Eltern arbeiten. Hm. Für Kinder gibt's sicherlich nicht viel zu tun hier. Ich spiele gern mit Taye. Wir lassen uns immer ganz viele Spiele einfallen. Manchmal hören wir Musik oder sehen fern. Aber wenn er nicht da ist, male ich gerne. Manchmal schenke ich meine Bilder auch jemandem, weil alle immer so mies gelaunt seien. Dann freuen sie sich. Oh, hey, willst du mir helfen? Ich habe total tolle Bilder vom Weltraumfrosch gemalt und kann gerade nicht raus. Kannst du sie aufhängen? Klar. Weltraum, was ist ein Weltraumfrosch? Das ist der Weltraumfrosch aus dem Weltall. Den habe ich mir ausgedacht. Ich habe noch nie einen echten Frosch gesehen. Nur Bilder. Jedenfalls lebt er im Weltall und fliegt zu verschiedenen Planeten und hilft Leuten, die traurig sind oder Hilfe brauchen. Okay. Hilft das Leuten wirklich? Meine Mom sagt ja. Sie sagt, ihre Freunde aus der Arbeit freuen sich immer über meine Bilder. Weil es hier nicht viele Kinder gibt und viele Leute Kinder vermissen oder es an sie ihre Familien erinnert, sagt sie. Gott, was ist denn das für ein Deutschmann? Die, sind deine Eltern damit einverstanden? Ja, ich durfte das schon mal machen. Okay. Aber sie arbeiten, also können sie mir nicht helfen. Und ohne sie darf ich nicht aus der Wohnanlage. Sie sagen, es ist zu gefährlich. Aber die Mom von meinem Freund Taye lässt ihn manchmal alleine raus. Okay. Klar, so sag mir einfach, wo ich sie auf... Wirklich? Danke, 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 danke. Die Leute freuen sich sicher. Hier sind ein paar Kopien von meinem Weltraumfroschbild. Du kannst sie irgendwo aufhängen, wo die Leute sie sehen. Vielen Dank. Und 16 Stück? Ne, 6. Okay. Na gut. Da gibt es einiges zu tun. Das kann man ja schnell mal machen. Notenpunkt. Können ja dem Kind da nichts abschlagen, das ist ja leider so, gell? Wenn die da alleine wohnt mit ihren Eltern und die immer dann da arbeiten und die da in der Wohnung ganze Zeit rumhängen muss, ist schon schwierig, denke ich mal, für Kinder auf so einem Raumschiff. Auf so einer Raumstation. 15 Meter unter uns. Das ist ja niedlich. Mal Screenshot machen. So. Wir haben noch ein paar. Hier ein Renner? Nee, ne? Nee. Komm, Sarah. Hauptebene. Okay, die meinen da unten irgendwas. Oh. Bürgerin. Bürgerin, wie geht's Ihnen? Da, 12 Meter. Mein Kumpel Mitch nervt mich, dass ich bei ihm was helfen soll, aber ich habe einfach keine Zeit. Aktivität, biete mich Benjamin Hilfe an. Oh Gott. Wieder wie bei Dings, kriegst du Haufen Questen rein. Ja, ja. Das einzige Verdächtige ist, dass die UC hier rumstehen und nichts machen. Oh. Hi.
19 Meter in die Richtung. Das Gemeindezentrum auf B1 ist perfekt, um Menschen zu treffen oder deine spirituellen Bedürfnisse zu erfüllen. Okay. Wenn ich Bedürfnisse hätte, komme ich da hin? Weiß ich noch nicht. Gehen wir erstmal hier hin. Sorry, Sir, das ist hier ein bisschen nur näher gelaufen. Das ist natürlich ein bisschen näher gelaufen. 11 Meter. So. Elf Meter. So ein toller Anblick, wenn die gute alte Sol am Morgen im großen Fenster auftaucht. So, und der letzte. Zentraler Knotenpunkt. Mal gucken, wir haben jetzt gleich, ohne links und rechts zu gucken, habe ich jetzt nur diese Dinger aufgehangen. Schnell, die 5 Minuten, das ist nicht mal gedauert. Meter und mehr so nach oben. Halt dich vom Sixth Circle fern. Die Richtung. Muss ich dazu raus oder hier links? Ich weiß es nicht. Wir haben lange. Hey. Ah, nee, in der Bar. Im Klo in der Bar, wa? Ich geh kaputt, ja. Der Weltraumbrosch. Kehre zu Renee zurück. Mach mal schnell. Dann ist es abgeschlossen. Die erste Quest auf Sandonia. Und dann würde ich kurz mal die Augen zumachen und zum Venus fliegen. Ich denke mal, dass wir noch wieder zurückkommen müssen nach Sandonia. Da gibt es ja noch raubenweise zu tun. Aber ich will mal ein kleines bisschen in der Story weiterkommen. Weil das auch gewisse Voraussetzungen schafft. Wenn wir in der Story weitermachen. Fitnessstudio oder sowas? Bin ich auch falsch, hä? Jetzt bin ich aber falsch hier irgendwie. Ich glaube nicht, dass man. Alles schwierig. Bei dem Spiel ist immer alles schwierig. Und lang. Da ist aber eine Markierung drauf, ne? Aha, sprich mit der Agentin der Trecker-Allianz. Können wir natürlich auch noch machen. Aber Kopfgeldjagd, das ist nicht so mein Fall. Jeder will doch möglichst gut aussehen, oder? Da ist ein Doktor. Oh, jeder will gut aussehen. Jeder will gut aussehen. Wie möglich. Elevator. Was kann man da jetzt auswählen? Nee, das ist schlecht. Sidonia ist gar nicht mal so übel. Bundestrick. Ja, Sidonia ist gar nicht mal so übel. Ich weiß nicht, ob ich hier leben würde wollen auf Mars. Aber das ist halt auch so ein Ding, ne? Dass man da wirklich leben will auf dem Mars. Oh, ist das nicht Ihr Freund? Wenn ich mal groß bin, arbeite ich in den Minen wie mein Dad früher. Das ist ein Traumjob, in den Minen arbeiten. Hey. Der Weltraum. Häng die Bilder einfach überall auf, wo sie ganz viele Leute sehen werden. Ich auch, hab's aufgehangen. Vielen Dank, wirklich. Kein Problem. Ich würde es ja gerne selber machen. Aber wenn ein netter Erwachsener mir hilft, ist das super. Okay. Was den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Alles klar. Du bist ein Kind, normalerweise wird man für die Arbeit bezahlt. Quatsch. Ja, oder? Letztes Mal haben mir ganz viele Leute gesagt, wie toll sie die Bilder finden. Hoffentlich bleiben die Bilder diesmal ein bisschen länger hängen. Hier, es ist zwar nicht viel, aber ich wollte mich bedanken. Oh, 12 Credits. Gib dir das Geld wieder. Du kannst jetzt deinen Außenposten im Weltall. Da stand eben irgendwas. Okay, wir kommen auf jeden Fall wieder, Sidonia. Das ist nicht das letzte Mal gewesen. Aber ich gehe jetzt, fliege ich nochmal kurz. Du bist doch der Tane, der Freund von der links oder unten. Und hey, geht ab mit dir. Wer bist du? Ich bin zu Besuch.
Ist sie das? Hallo. Hoffentlich gefällt's dir hier besser als mir. Ich bin Taye. Ich wohne hier in der Anlage. Sorry. Ich rede normalerweise nicht mit Fremden und... keine Ahnung. Ich habe gerade einfach viel im Kopf. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gibt's hier keine Schule oder sowas? Nee, in Cydonia gibt es keine Schule. Weil alles so eng ist, sagt meine Mom. Deswegen ist kein Platz. Aber, naja, hier gibt's auch fast keine Kinder. Also braucht man auch keine Schule. Wir haben Distanzunterricht. Ist schon okay, aber es wäre cool, wenn ich öfter mit Kindern abhängen könnte. Ja, warum meine hängst du nicht mit? Meine Freundin Renee ist total cool, klar. Aber ihr geht's wahrscheinlich auch so. Eine echte Schule zu haben, wäre schon toll. Dir scheint was auf dem Herzen zu liegen. Ja, ich mache mir nur Sorgen um meine Mom. Sie ist ständig traurig und ich will ihr helfen. Okay. Sie ist so, seit mein Dad gestorben ist. Sie mag es nur nicht, wenn ich mit anderen darüber rede. Also. Ach so. Aber weißt du was? Red doch mal mit ihr. Sie findet es schade, dass sie fast nie mit Erwachsenen redet. Vielleicht hilft es ja, mit ihr zu reden. Keine Ahnung. Ein Versuch ist es wert. Okay. Wie verbringt denn ein Kind auf Cydonia ihre Freizeit? Keine Ahnung. Wir lassen uns einfach irgendwelche Spiele einfallen. Meistens hänge ich mit Renee ab, weil wir fast gleich alt sind. Manchmal gehe ich ins Gemeindezentrum, da kann man auch Sachen machen. Was basteln oder einen Film ansehen oder Musik hören. Aber nicht, wenn die Erwachsenen ein Treffen haben. Renee nennt die immer Trauertreffen, weil da alle so traurig aussehen. Ich habe meine Mom gefragt, was das ist, aber sie hat gesagt, das hat was mit dem Trinken zu tun und... Naja, ich werde nie traurig, wenn ich Wasser getrunken habe, also keine Ahnung. Okay, danke. Wir sehen uns. Wo ist denn deine Mom? Ey, Mom. Hanna Imani? Können wir die mal wecken? Moin! Tut mir leid, dich zu wecken. Oh, hat mein Sohn Tai mal wieder jemanden geschickt, um mit mir zu reden? Sag, ja. Hat er? Ja, hat er. Der Junge meint's gut, aber er treibt mich noch in den Wahnsinn. Lügen, nein, er hat mich nicht geschickt. Ich habe gehofft, er sagt, schwer. Ach. Also, der Bursche weiß schon, wie er auf mich aufpassen kann. Ja. Mein Sohn meint es gut und ich weiß, dass er auf mich aufpassen will. Mein Mann, sein Vater, ist nicht mehr bei uns. Wir haben's nicht ganz leicht. Ah, Tiny scheint ein guter Junge zu sein. Du machst als Mutter eine ganze Arbeit. Was mit deinem Mann Keith passiert? Ist bei einem Mining-Unfall gestorben. Das hat mich umgehauen. Ich war plötzlich mit einem Kind allein auf dem Mars. Ich habe mich immer noch nicht davon erholt. Ich bin orientierungslos. Oh, du hast was, tust, was du kannst. Ich bin mir sicher, Tane weiß das zu schätzen. Wie kommt dein Sohn mit all dem klar? Wir können das mal durchfragen. Wir geben dir natürlich die 20.000. Seinen Vater. Und er ist klug genug, um unsere Lage zu verstehen. Er sagt immer, er will sich einen Job suchen, damit wir hier wegziehen können. Er ist super. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde. Ich hoffe nur, dass er nicht in den Minen anfängt. Es würde mich fertig machen, meine beiden Jungs an diesen Job zu verlieren. Ja, das macht Sinn. Was ist denn dein Beruf? Inzwischen gar nichts mehr. Seit fast 10 Jahren nicht, seit wir für Keiths Job hergezogen sind. Eigentlich hatte ich einen Vertrag, um hier als Filialleiterin der Galbank zu arbeiten. Aber eine Woche bevor ich anfangen sollte, wurde bekannt gegeben, dass die Filiale Cydonia voll automatisiert wird. Es sollte sowieso nicht von Dauer sein. Aber nach Keiths Tod musste ich mich Vollzeit um Tahi kümmern. Für alleinerziehende Mütter gibt's hier keine Jobs. Okay.
Warum verlässt du Zedonia nicht? Als Keith vor Jahren gestorben ist, hat Deimos die Wohnung hier gekauft und uns erlaubt, bis zu Thais 18. Geburtstag mietfrei hier zu wohnen. Leider ist es fast unmöglich, als alleinerziehende Mutter einen Job in Cydonia zu finden. Das bisschen Geld, das wir jeden Monat von Deimos bekommen, geht für die Lebenshaltungskosten drauf. Aber fairerweise muss ich sagen, dass Deimos für unseren Lebensunterhalt aufkommt. Krankenkasse und Essen und alles. Aber es reicht nicht, um zu sparen und umzuziehen. Okay. Letzte Option, ja, vorletzte. Weiß. Ich würde nur gerne mehr für ihn tun. Danke für das Gespräch. Hey, ich wollte dir die 20.000 noch geben. Oh, willkommen zurück. Hier. Oh, oh, bist du sicher, dass... Ach Quatsch, ja klar. Wow, ist das großzügig. Vielen Dank. Na klar. Ich spare das alles für Tai. Vielleicht können wir ihm eine bessere Ausbildung sichern. Oder irgendwann hier wegkommen. Muss er nicht wie sein Vater in den Minen arbeiten? Vielen Dank. Wenn ich mich jemals revanchieren kann, mache ich das. Wie okay. Nett von dir. Ich lerne immer neue Seiten an dir kennen. Gute Seiten. Du hast Glück, einen Freund zu haben, der so großzügig zu einem völlig fremden Menschen ist. Das vergesse ich nie. Yo. Ach, Quatsch. Doch, guck mal, Leute, das Geld ist doch eh nur Bums hier bei dem Spiel. Und wenn wir den Außenposten haben und dann gibt es so ein paar Sachen, die man einhalten muss, dann kann man hier mit Mining-Gelödens ganz viel Geld verdienen. Und wir kriegen auch vielleicht Questen und so, das ist ja alles nicht das Problem. Also, scheiß auf die Kohle und wir könnten ja vielleicht einen Gefallen tun. Vielleicht kann die wegziehen mit dem Jungen hier, das wäre, glaube ich, gut. Du hast Renés Bilder aufgehängt, oder? Cool. Jo, hab ich. Hey, du hast meiner Mom und mir geholfen. Danke. Ich hab deiner Mom ein paar Credits gegeben. Ich weiß, hat sie mir schon gesagt. Das ist echt cool von dir. Sie hat gesagt, es war noch nie jemand so nett zu uns. Ich wusste nicht, dass es echt so nette Menschen gibt. Wenn ich mal groß bin, suche ich auch jemanden, der Hilfe braucht und gebe ihm Geld, so wie du. Manche Erwachsenen sind wohl doch cooler, als ich dachte. Hey, yo. Dann bis bald. Dann. Yo, schlaf gut. Natürlich, wenn der wegzieht, hat natürlich René niemand mehr zum Spielen, aber ich glaube, dass, also, weiß nicht, was die hier will, auf dem Mining Outpost. Hier wird es keine Arbeit geben für eine Frau. Weiß ich nicht. Ich glaube, die hat keine andere Wahl, wie hier wegzuziehen. Tür ist verriegelt. Könnt ihr aufbrechen, aber warum? Ich möchte nicht dich klauen. So. Dann würde ich jetzt nochmal kurz Richtung, ja komm, wir übertreiben es mal richtig bei der Folge heute und fliegen jetzt nochmal schnell zur Venus. Gibt es natürlich noch 1000 Millionen Questen auf Cydonia. Und wir werden auch jeden einzeln noch machen. Wir müssen auch noch ein paar Mal herkommen. Ich glaube, wir haben noch irgendwelche Nebenquests. Und, aber jetzt für einen Moment möchte ich erstmal schnell nach zur Venus, damit wir ein bisschen das freischalten. Und dann würde ich mal gerne gucken. Wir müssen den schlechtesten Planeten finden, den es gibt hier im Solsystem. Das müsste, keine Ahnung, Saturn, glaube ich, sein. So ein Gasriese. Jetzt können wir drauf landen können. Und da baue ich einen Außenposten hin, so einen ganz kleinen. Und da kommt dieser Fan hin, dieser ultimative Fan hier, der mir immer im Weg steht. Und dann wohnt er dann dort. Na, dazu müssen wir uns dann auch mal beschäftigen mit diesem Außenposten-Gefrinsel. Keine Ahnung, müssen wir da mal gucken. Ressourcen haben wir ja ein bisschen, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir Außenposten schon freigeschaltet haben. Wir können jetzt mal ganz kurz im Schiff gucken. An der Werkbank, ob ich jetzt schon die Teile herstellen kann für den Außenposten. Ich denke schon. Hilfe bei irgendetwas? Nee, gerade nicht, danke, Marika. Maßband liegt da auf dem Schrott rum. Werkbank sehe ich jetzt hier nicht. Ist halt alles neu, das Schiff, ne? Keine Ahnung, wo hier was ist. 2 oder 3 Etagen hat das Ding.
Aber das war, glaube ich, eine gute Entscheidung, das Schiff zu nehmen. Wir bauen dann noch einen kleinen heimlichen hier so, so eine Kiste dran, dass wir auch mal eine Schmuggelware transportieren können, weil es gibt ja so ein paar Quests mit Schmuggel, die würde ich dann schon gern machen wollen. Ah, das sind alles Wohnquartiere hier. Hier ist die Küche. Medikit nehme ich mal. Solar Frontiers. Ein Spiel. Aber eine Werkbank sehe ich jetzt hier nicht, ne? Ne. Oh, schön sauber. Computer. Ja, sehe ich jetzt nicht, keine Ahnung. Müssen wir noch mal gucken. Vielleicht können wir noch was einbauen. So eine Werkstatt. Aber für den Moment sollte das mal reichen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir können jetzt ein paar Forschungen noch machen. Für die Außenposten. Oder wir müssen noch ein paar Forschungen machen, glaube ich. Ready for takeoff. Oh yeah. Fantastische Aussicht. Ja, oh, fantastisch. Fantastik, Missionen und... Missionbefehl wollte ich gar nicht machen. Das ist ein Scheiß. Wie konnte das jetzt passieren? Nein, ich will raus. Hilfe! Das war, welche Taste waren das? Konsole. Ne. Ja, scheiße. Ich kann weder irgendwas machen noch gar nichts. Das war jetzt ein Fehler. Ich habe irgendwie die Konsole aufgemacht. Ich muss schnell gucken. Tut mir leid. Starfield Konsole. Ach Gottchen. Und zwar ist das sind die Sheets. Die Frage ist, wie die auf und zu geht, die Konsole. Ach so, mit dem Ungleichzeichen. Okay, erstmal mal. Nee, doch nicht. Scheiße, man, ich hab doch das. Das gibt's doch nicht. Ich will doch gar nicht, keine EP, ich will gar nichts, ich will nur hier raus aus dem Ding, Mann. Muss noch kurz reingucken. Taste. Die Tilde-Taste. Okay. Sehe ich nicht. Nee.
Kann gar nichts drücken, ne? Das ist halt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann weder. Kann weder auf E klicken. Ich kann irgendeinen Sheet eingeben, der nicht schlimm ist. Stimmt irgendwas nicht. Normalerweise sollst du sie eigentlich einfach wieder zukriegen mit Dings. Scheiße, Mann. Ja gut, dann, da war jetzt nichts. TM. Wähle die gesamte Benutzeroberfläche aus. Hören wir das mal. Komm nicht aus dem scheiß Menü raus, ey. Ich verstehe es nicht. Ach gut, dann muss man an der Stelle jetzt die Folge beenden. Ich mach mal hier Hardkill und dann mal sehen, wie es weitergeht. Das tut mir natürlich sehr leid, also ich habe irgendeine Taste gedrückt. Und aus Versehen mit den fetten Fingern. Und ich krieg nicht das nicht mehr weg, den Konsolenscheiß. Ich sehe das ja selber. Ich kann hier irgendwo draufklicken, ich kann hier unten irgendwo reinklicken. Das ist richtig Mist. Gut, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, das ist natürlich ein blödes Ende. Wir sind weder auf dem Mars oder sonst noch wo. Wir müssen mal gucken, dass es nicht dass ich nicht zu lange neu spielen muss, den ganzen Quatsch. Wir sehen uns aus meiner nächsten Folge. Danke fürs Zusehen.